Hey yo, liebe Leute, was geht? Und willkommen zu dem kleinen, ja, sehr kurzfristig hier entstehenden Infovideo, in dem ich jetzt einfach nur mich mal entschlossen habe, euch mitzuteilen. Ihr merkt das ja eh schon, ich bin leider Gottes die letzten Tage schon auf YouTube und Twitch nicht mehr aktiv gewesen. Liegt einfach daran, dass ich derzeit im Stress pur bin für Abschlussprüfungen und ich deshalb es vorne und hinten leider nicht auf das Stream, weil ich gefühlt aufstehe, zur Schule gehe und lerne bis abends. Oder den Rest des Tages damit verbringen, Englische Serien zu schauen, damit ich mich in Englisch noch weiter verbessere. Ja, deshalb habe ich mich erstmal entschlossen, bis meine Prüfungen rum sind, weil jetzt wirklich für mich und für meinen Werdegang einfach extrem wichtig sind, YouTube ein bisschen mal wieder zu pausieren. Und zwar, das wird es diesmal bis ungefähr Juli gehen. Mitte Juli, ungefähr so rum. Weiß nicht, wie lange es die Prüfungen dann noch ziehen und alles. Aber sobald mein Abschluss in der Tasse ist, werde ich im Sommer auch auf jeden Fall wieder deutlich aktiver werden. Dann ab nächsten Schuljahr muss man schauen, wie ist das dann mit YouTube regelt. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt bis Mitte Juli gar nicht mehr zu sehen bin. Prinzipiell gilt, wenn ich Zeit habe, streame ich auch. Gilt auch während meiner Pause. Bei Metopia werde ich auf jeden Fall in irgendeiner Form was machen, wenn es das sein euren Mies. Da halte ich mich auch dran. Ich weiß, sein, dass es nicht ein Freitag und muss schauen, wann ich es irgendwie halt hinbekomme oder wieder auf jeden Fall was zu kommen. Und sonst halt, wie gesagt, wenn ich Zeit habe, die Pause heißt nicht, dass ich gar nichts hochlade, heißt aber nur, dass ich mich eben nicht an den Streamplan halte, der auf der existiert, sondern dass ich deshalb Pause bin und in Urlaub bin. Ich stelle oft jetzt auch noch ein, dass ich im Urlaub bin, da habe die Streams abgesagt werden. Dann wisst ihr da auch Bescheid. Dann geht es ab Mitte Juli weiter. Weil ich noch nicht genau, wie ich es jetzt mache. Aber wie gesagt, wenn ich doch mal random Zeit habe, dann streame ich es einfach, kundige es kurz davor auf Discord an, weil Discord lebt ja auch noch. Das ist zumindest so der Plan, aber ist. Arzt, bin der Meinung, ich bin einfach eine kleine Informationsverlust. Warum? Wenn letztes halt eben nicht viel kam, die habt ihr somit jetzt bekommen und wisst Bescheid. Wir sehen uns dementsprechend ja irgendwann im nächsten Mal wieder aus einem neuen Livestream. Ich hoffe, ich jetzt bin ich böse, dass ich wieder so inaktiv war und dass jetzt in der nächsten erstmal nicht viel kommt, aber ich will halt einen guten Abschluss schaffen, damit ich auch mal nächste Schule gut weitermachen kann. Und es ist eine einmalige Chance, dass ich auf die Schule gehe, wo ich mich jetzt angemeldet habe, dass ich dafür genommen bin, um auf die Schule zu gehen. Da will ich auf jeden Fall bestmöglichst einen Abschluss haben, damit das eben alles mit Sicherheit klappt. Und da muss ich dementsprechend jetzt Prioritäten setzen. Aber hey, im Sommer, wenn es dann schön warm wird, werde ich mich wieder vor dem PC hocken. Da werden uns bestimmt wieder öfter hören. Ich finde es aber auch so weit, jetzt eine schöne Zeit. Habt ein paar schöne Wochen, genießt die ersten warmen Sommertage, wenn die denn mal kommen. Hier in Bayern ist deshalb das erste mieses Wetter. Und ja, wie immer es ist, ja, wir hören uns sehr, sehr bald schon wieder. Macht's gut. Und ciao!